Deutschland gilt als das Arbeiterland. Fleißig, pünktlich und ehrgeizig. Frankreich hingegen ist eher als das Land des Streikes bekannt. Doch arbeitet der Franzose wirklich weniger als wir? Ja, die Franzosen, die streiken wirklich viel. Pro 1000 Arbeitnehmer gibt es im Jahr rund 102 Streiktage. Die Deutschen hingegen streiken nur smarte 5 Tage pro 1000 Arbeitnehmer. Dafür arbeitet der Franzose aber auch länger. Im Schnitt rund 1470 Stunden im Jahr, der Deutsche hingegen nur rund 1310. Dies ist ein Unterschied von 160 Stunden. Klarer Punkt für Frankreich.